Lieber Uli, herzlich willkommen. Ich freue mich auf dich. Jetzt haben wir das auch mal geschafft. Und du hast einen Bezug zu Didier Konietzki, wobei du schon einen Bezug hattest, bevor du ihn kennengelernt hattest. Du bist nämlich 88, 89 schon in Spanien gewesen, hast an der Complutense studiert und hattest dann schon diesen Bezug über die UGT. Du hattest im Rahmen deines Studiums, hast du volkswirtschaftliche Themen dort angeschnitten. Ging es dann irgendwann nach Deutschland zurück und dann im Rahmen von Kontakten mit der Friedrich-Ebert-Stiftung hattest du dann die Gelegenheit, Dieter kennenzulernen. Das erzählst du aber am besten, weil ich bin dann ganz Ohr. Ja, also ich habe Didier Konietzki 1992 kennengelernt in Madrid und damals war ich Teil eines Forschungsprojekts, das hieß EUREC, Europäische Regionalpolitik und Gewerkschaften. Das fand unter der Leitung von Detlef Albers statt und Detlef war Professor für Politikwissenschaften an der Universität Bremen. Und hat dieses Projekt eingeführt, wo er eben dieses Thema Regionalisierung in Europa und damals war eben das Thema Europa der Regionen mit den Gewerkschaften in Zusammenhang gebracht hat. Und das war auch für die Europäische Kommission erstmal ein Projekt, was nicht so augenfällig war, aber wir waren da eben bei der Regionaldirektion angesiedelt. Und dann haben wir eben in 5 Ländern der Europäischen Union Forschung angefangen, wo wir uns mit der Verfasstheit der Region und Regionalpolitik auseinandergesetzt haben und haben in jedem Land uns immer eine prosperierende Region, eine altindustrielle und eine rückständige Region angeschaut. Und in Spanien war ich dann für diese Forschung zuständig und wir hatten in den verschiedenen Regionen dann eben auch Forschungsinstitute, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Die prosperierende Region war Katalonien, wo du ja lebst. Da haben wir mit dem CIREM, mit Oriol-Oms damals zusammengearbeitet und dann hatten wir die altindustrielle Region, da haben wir im Baskenland gearbeitet. Da haben wir mit einem Institut in FIDE von Jaime de Castillo, der leider letztes Jahr auch gestorben ist, zusammengearbeitet. Und an der Universität von Castilla-La Mancha haben wir eben Castilla-La Mancha erforscht. Das war eine ganz neue Universität, auch sozialistisch regiert. Das Bundesland, José Bono war damals da. Und da haben wir dann eben auch über diese Region, die eigentlich im Autonomienstaat ja wenig Renommee und Stimme hatten, dann erforscht. Und das war so der Kontext. Und Detlef war eben Sozialdemokrat, er war auch in der Grundwertekommission und hatte sehr guten Draht eben auch zur Ebert-Stiftung. Und dann haben wir eben in den verschiedenen Ländern mit der Ebert-Stiftung zusammengearbeitet und in Spanien auch mit Dieter. Und Dieter war gleich sehr begeistert. Und dann haben wir 93 einen Kongress durchgeführt in Castilla-La Mancha in Albacete, den er eben unterstützt hatte. Und da habe ich ihn dann eben auch noch mal als Person kennengelernt. Und das war eben ganz spannend, ja, dieses Thema Autonomienstaat, sich da zu verhalten und auch die Rolle der Gewerkschaften. Und das sind vielleicht so zwei Aspekte, die bisher vielleicht auch in den Interviews noch nicht so vorgekommen Die sind sind. Also die Rolle der Gewerkschaften. Und da gehe ich jetzt noch mal ein bisschen zurück in der Zeit. Also du hattest ja selber gesagt, wie das auch vorher besprochen hat. Ich habe 98, 99 an der Complutense Volkswirtschaft studiert als Gaststudent. Und das war eben das Jahr des Generalstreiks, der damals der 14D, der 14. Dezember, wo es zum Bruch kam zwischen der Sozialistischen Partei, der PSOE und der UGT. Und wo die UGT eine Allianz eingegangen ist mit Comisiones Obreras und dann eben gegen die Arbeitsgesetze damals demonstriert hat. Und das kam in eine Zeit, die für Dieter eben auch, ja, so eine Phase war, wo die PSOE jetzt als Partei sehr stark etabliert war und er vielleicht auch nicht mehr so die Stimme hatte, die er vorher hatte und sich stärker auch auf die Arbeit mit den Gewerkschaften konzentriert hatte. okay. Und ich glaube, das ist eben ein sehr einschneidendes Erlebnis gewesen, wo es eben, ja, eine Vereinigung der Gewerkschaften auch gab und gemeinsames Auftreten. Und in dieser Zeit habe ich ein Praktikum bei der UGT gemacht. Die wurde damals von Nicolás Arredondo geleitet und ich war da in der volkswirtschaftlichen Abteilung unter José María Sufriau, der nachher auch das Instituto Sindical de Estudios gegründet hatte. Und damit habe ich mich mit der Reconversión Industrial beschäftigt. Da haben sie gesagt, ja, was willst du eigentlich machen hier? Und es ging um Sozialfonds oder um industrielle Rekonversion. Und damit habe ich mich dann damals beschäftigt, was auch ein großes Thema war. Und gerade mit altindustriellen Regionen, mit dem Baskenland,
Das kam in der Zeit eben sehr auf. Und gleichzeitig das andere Thema bei den Gewerkschaften, und da hat Dieter auch eine Rolle gespielt, ist das Thema der Gemeinwirtschaft. In Deutschland gab es ja schon die großen Probleme der Gemeinwirtschaft, insbesondere der neue Heimatskandal. Ja. Gleichzeitig suchten die spanischen Gewerkschaften und insbesondere die UGT auch eine solidere Finanzierungsgrundlage und waren dann in dem Bereich Gemeinwirtschaft, insbesondere Wohnungswesen, auch Tourismusagentur und verschiedene Dinge hatten sie da aufgebaut. Und meines Wissens war Dieter da auch involviert, in diesen Aufbau der Gemeinwirtschaft damit zu unterstützen. Also das ist vielleicht auch nochmal ein ganz interessantes Datum. Ganz relevant war ja die Diskussion um die Regionen. Das ist ja auch, glaube ich, ein Thema, das Dieter immer ein wenig beschäftigt hat. Nun kann man ja sagen, wir haben jetzt kein tagesaktuelles Video hier und irgendwann wird man das als geschichtlich betrachten. Aber der heutige Tag ist interessant. Der 9. November 2023, es gab heute eine Einigung zwischen der PSOE und Junts, was nun die Investitur, die Wiederwahl von Pedro Sánchez ermöglicht. Und das gibt hier unglaublich viel Widerstand von Seiten der Konservativen, die einen Verrat an Spanien sehen. Also dieser Verrat wird sehr übel genommen, äußert sich zum Beispiel dadurch, dass in den letzten Tagen Ultragruppen, Neonazis, Skinheads, Brände und Straßenbarrieren vor der PSOE-Zentrale aufgebaut haben. Das wird angeheizt durch die Vox und es gibt Gewalttaten. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt ein Agreement. Man wird versuchen, wahrscheinlich die Regionalisierung wieder zu verstärken. Es gibt sowieso eine ziemliche Problematik, die Regionalisierung Spaniens und Deutschlands zu vergleichen. Also ich denke, das ist eine Mammutaufgabe und man sollte das mal wirklich getan haben, weil egal, wenn man in Spanien spricht, man denkt, man sei ein Bundesstaat, so wie es in Deutschland der Fall wäre. Und ich kann dem einfach nicht zustimmen bei den Beispielen, die mir genannt werden. Jedenfalls wird dieses Thema wahrscheinlich bundesrepublikanischer werden in den nächsten 4 Jahren in Spanien. Zum großen Unwillen vieler spanischer Nationalisten. Dieter hat diesen katalanischen Nationalstolz immer sehr skeptisch gesehen, war aber auch mal sehr pragmatisch und er war ja sowieso ein Brückenbauer. Und sein Anliegen war es mit Sicherheit auch immer, verbindliche Lösungen beider Seiten zu erreichen. Was glaubst du denn, wie er die heutige Situation betrachten würde? Ja, gute Frage. Das weiß ich selber nicht. Ich frage dich, weil du ihn ja natürlich so ein bisschen oder auch die UGT und die PSOE in der Zeit ein wenig erfahren hast. Nun kann man natürlich keine Schlüsse von damals auf heute ziehen, aber du hast ja so ein bisschen Gefühl darüber bekommen, wie die Regionalität damals diskutiert wurde. Und man hat ja auch ein bisschen den Eindruck, dass das noch heute sehr kontrovers in der PSOE betrachtet wird. Ja, also ich denke, dass es da keine einfache Antwort gibt und auch Dieter keine einfache Antwort gehabt hätte. So würde ich das erstmal sagen und dass es eben auch ein Abwägen ist. Erstmal, was du gesagt hast, der Unterschied zwischen dem deutschen Bundesstaat und dem spanischen Autonomiestaat ist fundamental, obwohl natürlich die spanische Verfassung sehr starke Anleihen auch aus dem deutschen Grundgesetz genommen hat und also deutsche Verfassungsrechtler da einen großen Einfluss hatten, wobei Dieter das auch begleitet hat und unterstützt hat. Also das muss man eben auch sagen. Die ganze Erarbeitung der spanischen Verfassung wurde eben auch begleitet. Und der grundlegende Unterschied zwischen dem deutschen Bundesstaat und dem spanischen Autonomiestaat ist die Asymmetrie und der regionale Nationalismus. Einmal, und da gab es auch ein ganz interessantes Beispiel, es gibt einzelne Teile Spaniens, die sich als eigene Nationalitäten verstehen und traditionell auch eine Staatlichkeit für sich beanspruchen. Das sind insbesondere die Katalanen und die Basken. Und teilweise auch die Galizier und andere, die so dazwischen sind, zum Beispiel wie Kastilien, die beiden Kastilien, insbesondere auch Castilla-La Mancha, die sind erst zu einer Autonomie gekommen im Zuge dieser Föderalisierung des Staates. Aber die hatten eigentlich nie eine Stimme im Staat. Und deswegen hatten wir eben auch dieses Seminar mit Dieter da in Castilla-La Mancha gemacht. Diese Regionen haben davon profitiert, dass sie überhaupt eine Selbstverwaltung hatten. Nämlich, obwohl sie immer Teil dieses großen Kastiliens waren, hatten sie nie eine eigene Stimme. Und das waren die Regionen, die auch
schon bei der Eroberung Lateinamerikas am meisten Soldaten geschickt haben, wo die Flächen entwaldet wurden. Da fing das alles an. Einerseits waren sie Teil des Imperiums, aber gleichzeitig haben sie eben auch sehr viel beigetragen und selber konnten gar nicht drüber entscheiden. Insofern diese Asymmetrie zwischen diesem Nationalismus, der eigentlich eine eigene Staatlichkeit beansprucht, und diesen anderen Regionen, die traditionell eher Provinzen waren und keine eigene Stimme hatten. Und damit, mit diesem regionalen Nationalismus, ist eben auch dieser Clash zwischen dem spanischen Nationalismus und dem regionalen Nationalismus, der sich dann eben in solchen Phänomenen, wie du das heute beschreibst, entlädt und sehr politisiert ist. Ich denke, die Herausforderung besteht darin, Kohärenz Spaniens zu behalten, aber es eigentlich für alle Beteiligten auch attraktiv zu machen, Teil Spaniens zu bleiben. Dass man eben den Separatismus nicht als beste Option sieht. Und dafür, denke ich, ist es eben auch wichtig. Und ich denke, das probiert ja auch jetzt gerade Ministerpräsident Sanchez, dass man eben einen Dialog mit diesen Regionen sucht. Und dann muss man eben sehen, wie man so ein Gleichgewicht hinbekommen kann. Plus das ist eben das Problematische, dass man mit einzelnen Regionen verhandelt und nicht im ganzen Land. Also das ist, denke ich. Uli, du hattest mal berichtet, dass du am Anfang Felipe González ein großer Befürworter einer regionalistischen oder einer regionalen Struktur war. Zumindest wesentlich mehr, als es heute der Fall ist. Denn Felipe González hat sich heute wieder einmal von Sanchez distanziert und er steht da ziemlich alleine da. Also das ist sehr erstaunlich. Da gab es sogar eine Abstimmung, eine Parteiabstimmung, bei der die Mitglieder der PSOE befragt worden sind, ob man sich darüber einigt, über eine Amnestie für die verfolgten katalanischen Politiker. Und es haben 87% der Mitglieder der PSOE für diese Amnestie gestimmt. Also haben Pedro Sanchez gestärkt. Eine unglaubliche Mehrheit. Und nichtsdestotrotz hat sich Felipe González davon distanziert. Er distanziert sich im Grunde genommen von seiner eigenen Partei, die er ja eigentlich mitgegründet hat. Das ist bemerkenswert. Deswegen, vielleicht kann man noch mal darauf eingehen, wie das eigentlich mal ursprünglich war, weil du hattest mir da interessante Aspekte berichtet. Ja, es gibt ja eine ganz interessante Biografie von Werner Abelshauser über Hans Matthöfer. Okay. Und in der Biografie wird eben die Lebensgeschichte unseres späteren Finanzministers beschrieben. Und Hans Matthöfer hatte eben sich sehr stark auch für die spanische Demokratie eingesetzt. Insofern gibt es da verschiedene Kapitel, die sich darauf beziehen. Und Dieter Konietzky kommt eben auch in dieser Biografie vor. Insofern, das ist auch eine lesenswerte Lektüre. Und in einer Passage wird Felipe González gefragt, dass eben diese Abkürzung PSOE, als diese Partei gegründet wurde, doch ein bisschen apparatoso, also ein bisschen komplex ist. Und ob man nicht auf das O verzichten könnte, wie es bei den französischen Sozialisten ist, also dass man nicht mehr von den Obreros spricht, sondern nur die Sozialistische Partei Spaniens, bezeichnet. Und dann sagt er, nein, wenn man auf was verzichten könnte, wäre es das E. Und okay. Und das war eben, wurde eben so gedeutet, dass Felipe González schon anerkannte, dass die PSOE sich aus verschiedenen regionalen Parteigliederungen zusammensetzt. Und wir haben ja immer noch dieses Komitee Federal, das föderale Komitee, was eben auch gewisse regionale Interessen repräsentiert. Und ich denke, diese regionale Unterschiedlichkeit, die regionalen unterschiedlichen Interessen, die immer in einer nationalen spanischen Partei ausgeglichen werden konnte, das hat auch immer eine Rolle gespielt, diesen Dialog zu fördern. Und insofern kann man das so lesen, dass es zumindest eine gewisse Sensibilität für die Eigenständigkeit und die Unabhängigkeit gewisser Landesteile angeht. Ich würde allerdings nicht dahin gehen, dass Felipe González nun irgendwann eine Sympathie für regionalen Nationalismus oder gar Separatismus hatte. Das ist, glaube ich, denke ich, falsch. Eine andere Person, die vielleicht ganz interessant ist, der jetzige Generalsekretär der UGT, und ich habe den jetzt auch seit 20 Jahren nicht mehr Kontakt gehabt, Pepe Alvarez, aber Pepe Alvarez ist eben eine interessante Figur, die das auch nochmal so erläutern kann. Der kommt eben ursprünglich, meine ich, aus Asturien, aus einer spanischsprachigen Familie. Und dann ist er nach Katalonien gekommen und ist da der Gewerkschaftsvorsitzende der UGT geworden und hat eben immer auch diesen Dialog gesucht zwischen
der katalanisch sprechenden Bevölkerung und deren Arbeiterinnen, die da eingewandert sind. Und in dem Forschungsprojekt, was wir damals hatten zu Regionalpolitik und Gewerkschaften, hat er, ich erinnere mich da einmal darauf hingewiesen, also wie wichtig es eben auch ist, diese beiden Communities auch zusammenzubringen, die sogenannten nationalen Gastarbeiter und die lokale Bevölkerung. Und dass er dann dieses Thema dann auch auf die nationale Ebene gebracht hat. Und der steht eben auch für so ein föderales Spanien und auch für die Eigenständigkeit der einzelnen Gliederungen. Insofern, glaube ich, kann man in Spanien keine Politik machen, die eben diese Hechos Diferenciales, wie das auf Spanisch genannt wird, diese strukturellen Unterschiede ignoriert. Und das war eine Sache, wo Dieter durchaus sensibel für war und wo auch immer diesen Dialog gesucht hat. Also das. Ich denke, Dieter war sowieso sehr sensibel. Der hatte auch immer wieder die Nähe zur PSC gesucht, zur Fundación Campalans. Bin mit ihm dann auch in der Calle Nicaragua gewesen. Damals war dort die PSC-Zentrale oben, Miquel Iceta, besucht, und der war da sehr gemocht. Und wenn er so gemocht wurde, wie ich das gesehen habe, dann muss er schon eine herzliche Bindung gehabt haben. Also ihm war die PSC verdammt wichtig. Und nicht nur die PSC, sondern er fand auch Katalonien einfach auch eine nette Region. Aber ihm war natürlich der Nationalismus per se in der Form natürlich auch sehr suspekt und mochte ihn nicht. Nur ist das natürlich eine Realität, mit der man in gewisser Weise leben muss und irgendwie umgehen muss. Also es hilft nicht, alles mit Gewalt zu machen. Man muss die Leute irgendwie ins Boot holen. Und da war der Dieter, denke ich mal, schon jemand, der irgendwie einen Kompromiss gesucht hat oder eine Brücke gesucht hat, die man schlagen konnte. Gut, also dann, lieber Uli, herzlichen Dank. Wir führen diesen Dialog weiter fort. Du hast mich nämlich auf sehr interessante Aspekte gebracht, die ich so vorher gar nicht beleuchtet hatte. Und die Fragen sind alle wichtig. Also mit Dieter kann man nämlich politische Ereignisse sehr gut abbilden. Und heute haben wir ja tatsächlich einen politischen Meilenstein in Spanien. Der heutige Tag ist sehr wichtig. Und den kann man schon wieder mit so einem Dieter verbinden. Und das ist schon sehr spannend. Dann bedanke ich mich und wir verbleiben weiter im engen Kontakt. Und vielleicht haben wir auch noch eine Gelegenheit, mal ein Gespräch zu machen. Würde mich sehr freuen, Uli. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch. Erstmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und dieses Projekt Dieter Konietzki, Memoria de Dieter Konietzki, dass du Dieter damit am Leben hältst und wir von ihm lernen können. Dafür bin ich ganz dankbar und dir wünsche ich viel Erfolg bei deinem weiteren Projekt. Wunderbar, ich danke dir. Tschüss. Tschüss.